Es war einmal eine Mutter, die hatte zwei Töchter. Die eine war fleißig und schön und die andere war hässlich und faul. Aber die Fleißige musste alle Arbeit tun. Und so spann sie eines Tages. Und weil sie so viel Arbeit hatte und sich in den Finger gestochen hatte, wollte sie ihre Spule ausspülen im Brunnen und sie fiel herein. Weinend lief sie zu Mutter und sagte, Mutter, Mutter, meine Spule ist in den Brunnen gefallen. Die Mutter sagte aber hart, hast du sie in den Brunnen hineinfallen lassen? Dann hol sie auch wieder heraus. Und in seiner Herzensangst sprang das Mädchen in den Brunnen, kam an einem Apfelbaum vorbei, kam an einem Ofen vorbei, wo die Brote fast verbrannten, und beide erlöste sie. Die Äpfel schüttelte sie und die Brote zog sie hinaus. Und dann kam sie weiter an das Haus, wo eine alte, freundliche Frau herausschaute, die Frau Holle. Ich bin die Frau Holle, sagte sie, Mädchen, was willst du bei mir? Hier hat sich ja noch nie jemand verirrt. Liebe Frau Holle, ja, meine Mutter hat mich geschickt, die Spindel wieder aus dem Brunnen zu holen, und so bin ich bei euch angelangt. Kann ich euch helfen? Aber ja, liebes Mädchen, ich weiß wohl, dass du fleißig bist. Schüttle meine Betten, dann schneit es auf der Welt und die Kinder freuen sich. Und da das Mädchen schon immer fleißig war, schüttelte sie die Betten, die Kinder sangen und freuten sich. Aber obwohl es ihm sehr, sehr gut bei der Frau Holle ging, hatte es trotzdem Heimweh nach zu Hause. Und die Frau Holle merkte das und fragte, liebes Mädchen, was ist los mit dir? Ja, liebe Frau Holle, ich möchte doch so gern wieder nach Hause. Gut, sagte die Frau Holle, dann will ich dir ein kleines Geschenk machen. Stell dich unter den wunderschönen Regenbogen unter das Tor. Und plötzlich sprudelte das Gold aus diesem Tor hervor und das Mädchen war über und über mit Gold bedeckt. Danke, danke, liebe Frau Holle. Und als das Mädchen nach Hause kam, da krähte schon der Hahn. Kikriki, kikriki, unsere Jungfrau, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Und sie erzählte der Mutter und der Schwester, was ihm geschah. Da wollte natürlich die Schwester auch gleich zu Frau Holle. Sie warf die Spindel in den Brunnen, zog natürlich nicht das Brot heraus, ließ es verbrennen und schüttelte nicht den Apfelbaum und kam zu Frau Holle und sagte, »Eh, Frau Holle, ich will auch ein Geschenk, sowas wie meine Schwester.« Frau Holle erschrak, so etwas Ungezogenes hatte sie noch nie gehört. Und sagte, aber erst einmal, liebes Mädchen, musst du mir helfen. Ja, was soll ich denn tun? Ja, bitte, wasch das Geschirr, feg die Wohnung aus und schüttle die Betten, damit es auf der Erde schneit. Am ersten Tag war es ja noch einigermaßen gut mit der Bösen. Aber am zweiten Tag schlief sie schon lange und am dritten Tag sagte sie, Frau Holle, was ist denn mit meinem Geschenk? Ich will nach Hause. Die Frau Holle fasste sich an den Kopf. So etwas hatte sie in ihrem ganzen langen Leben noch nicht erlebt, dass jemand so frech und böse war und vor allen Dingen auch so faul. Okay, sagte die Frau Holle, du bekommst deinen Lohn. Und das Mädchen trat auch unter das Tor und wurde nicht
wie die Fleißige mit Gold, sondern mit Pech begossen. Und so musste sie nach Hause, und der Hahn sah sie schon, und der Hund bellte, und der Hahn rief: Kikriki, Kikriki! Unsere schwarze Jungfrau ist wieder hier, die faule Marie. Die Mutter weinte. Sie wollte ja eigentlich ein Goldmädchen zurückhaben. Aber das Pech blieb an dem Mädchen hängen, solange es lebte. Ja, liebe Kinder, so kann es einem gehen, wenn man sich nicht recht verhält.